Tag zusammen, kommt zurück in Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Der Blick auf unseren neuen Kernfusionsreaktor, den wir in der letzten Folge errichtet haben, gemeinsam mit den Forschungsinstituten, die um den Forschungsfusionsreaktor herum entstanden sind. Wir werden jetzt diese Folge hier an der Stelle noch eine Sache korrigieren, denn diese Halbinsel ist eine Sackgasse. Das ist natürlich im Katastrophenfall eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Katastrophe. Das wollen wir nochmal ändern, dass wir dann noch einen zweiten Zugang ergänzen. Und dann werden wir uns um den Stadtteil im Hintergrund kümmern, nämlich um Schmachtendorf und Highbury. Also wir werden noch ein Trainingsgelände für unseren Fußballverein bauen und Schmachtendorf noch weiter ausbauen. Das wird das nächste Ziel sein, damit wir dann den Teil auch weiter angegangen sind. Das ist jetzt der Plan für diese Folge. Steigen wir ein, indem wir jetzt hier vorne diese Straße nehmen und hier quer rüber ziehen, damit wir hier nochmal eine zweite das war nicht geplant, dass wir hier den Fluss auch noch verändern, aber ich möchte hier ein bisschen das hier verbreitern, damit wir hier vorne die Straßenverbindung bauen. Wir können erstmal die Stromleitung entfernen, die brauchen wir nicht mehr. Und ich werde auch hier die Straße einmal abreißen. Das machen wir auch nochmal neu, denke ich. Das geht dann nämlich etwas eleganter. Denn wir sind, glaube ich, hier auch schon auf einer ganz vernünftigen Höhe. Na genau. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir ziehen diese Straße durch. Können dann, glaube ich, auch wieder mit der Straßenbahn arbeiten. Hier vorne machen wir die Straße wieder breiter. Das ist ganz angemessen. Wir werden hier ein bisschen vorne hinziehen und können mich von hier aus unsere Verbindung setzen. Mal hier hin und dann machen wir die Straße wieder normal. Auch ohne die Schienen, sondern nur mit Fahrradwegen. Die können wir voll ruhig spendieren. Kriegen wir dann den Anschluss an unser Verkehrssystem, genau, und dann müssen wir den Fuß- und Wanderweg noch mal neu platzieren. Auch das ist einfach. Dann haben wir hier noch einen Übergang über diese Brücke und können dann auch wieder laufen lassen. Jawohl. Das sieht gut aus. Wir kümmern uns nun um Colney, das Trainingsgelände des FC Arsenal. Dazu reißen wir das hier ab und den möchte ich dann hier vorne platzieren, das Trainingsgelände. Auch da müssen Bäume erstmal wieder verschwinden, um einen etwas besseren Überblick zu bekommen über das, was möglich ist. Da hilft uns wieder Mufit. So, das Trainingsgelände ist natürlich abgetrennt, also da ist natürlich kein freier Zugang möglich. Das ist klar, es muss ja auch Trainingsmöglichkeiten geben, die jetzt abseits der Öffentlichkeit passieren. Wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich das Gelände einebnen, so wie ich das hier kenne. Ja. Das kann nicht schaden. Ja,
Dann haben wir hier den Zugang zum Trainingsgelände und werden dann hier ein großes Quadrat ziehen. Da kommt dann direkt auch ein Zaun drumherum. Da nehmen wir ein bisschen hier den Zoozaun. Ich denke, der ist da ganz angemessen. Ja, wobei, ich glaube, den Zaun brauchen wir nicht. Wir machen dann hier vorne quasi die Verwaltungsgebäude. Definieren das jetzt erstmal hier als neuen Stadtteil. Und das ist Corny. Da können wir gucken, was haben wir hier. Boah, ist eigentlich egal, ne? Modern City Center ruhig. Wir werden hier vorne ein paar Verwaltungsgebäude platzieren. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was. Natürlich zum Einkaufen, das darf nicht fehlen. Das Gitter haben wir noch mal erweitert, da können wir dann gleich auch noch ein paar Gebäude platzieren. Jetzt im Inneren, das können ruhig normale Straßen eigentlich sein, wobei wir können da vielleicht auch diese Schotterstraßen hier nehmen, denn das ist jetzt ja das Trainingsgelände, ja, wobei andererseits. Wenn wir bleiben hier bei unseren Fahrradstraßen, das ist, glaube ich, ganz vernünftig. Ich kann direkt vorher noch mal gucken, was wir jetzt hier brauchen. Also wir brauchen sicherlich einen größeren Trainingsplatz. Und wir brauchen hier diese kleinen Fußballplätze. Wie groß sind denn, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Schwimmbad. Und die Tennisplätze, die sind 6. Okay. Dann ziehe ich das hier mal so durch. Die Spieler brauchen noch mal ein bisschen was zum Entspannen. Wir brauchen natürlich einen Arzt. Den setzen wir auch relativ nah zum Eingang. So, Arzt, Physiotherapeut, was auch immer. Wir werden hier auf jeden Fall einen öffentlichen Swimmingpool platzieren. Das können wir euch da vorne hin, genau. Turn- und Fitnesshalle brauchen wir natürlich auch. Rettungshubschrauber und solche Dinge brauchen wir an dieser Stelle natürlich nicht. Ein kleiner Yoga-Garten zur Entspannung, direkt in den Eingangsbereich und dann kommen dann hier quer jetzt die Fußballplätze. Das ist einmal das große Trainingsstadion, das machen wir hier vorne hin. Dann können wir hier jetzt einmal diese Schotterstraße nehmen. Und dann haben wir hier noch die kleinen Fußballplätze. Na, passt gerade nicht. Das ist etwas unglücklich. Dann machen wir etwas mehr Platz. Immer noch nicht. Naja. Jawohl, in der Mitte die Fußballplätze, das gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, ich werde dann hier vorne, das mache ich nochmal anders, das hier etwas umgestalten.
Da kommt nämlich diese Fitnesshalle, das kommt alles hier hin. Das muss ja gar nicht so nah am Rand sein. Ein bisschen Insel der Glückseligkeit. Wir haben auch hier auch noch weitere schöne Sachen. Winziger Spielplatz. Ach, das sind auch diese ganzen Parks. Das ist ja auch noch sehr spannend. Beachvolleyball. Auch wenn kein Beach in der Nähe ist. Und dann haben wir natürlich noch die Basketballfelder. Und die Tennisplätze. Hier vorne möchte ich noch eine Laufbahn ergänzen. Mal ganz kurz gucken, wie machen wir das am geschicktesten. Leichtathletik, ja, Stadion ist zu viel gesagt, aber dann schon so ein Rundlauf. Mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Das ist auch prima. Dann haben wir hier quasi noch was so ein bisschen zum Ausdauertraining. Hier nochmal so eine Laufstrecke. Ich hoffe, hier nicht besser diese. Was haben wir denn hier? Das sieht doch vielleicht. Wobei, das kann, glaube ich, so bleiben, oder? Ja, das ist. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Wir gucken mal, ob wir sonst noch irgendwelche Objekte haben, die ganz sinnvoll sind. Ziemliches Labor, das brauchen wir beides nicht. Wir wollen keine Einfrieren unserer Spieler, obwohl es vielleicht hier und da nochmal ganz angemessen wäre. Wir brauchen sicherlich nochmal hier ein Hotel. Das kommt hier auch aufs Gelände. Oder nochmal Spieler. Vielleicht dann sich tummeln können, dass jetzt hier Hotels entstehen. Finde ich zwar ganz nett, aber die sind mir alle zu groß. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das muss ich nochmal ändern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das hier. Wo ist jetzt hier Highbury? Genau. Ja, weil das hier nämlich ein. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier. Das ist nämlich hier diese Tourismus-Spezialisierung, die bis da vorne geht. Vielleicht erweitern wir Colony noch mal ein bisschen. Damit das hier keine Hotels werden. Das möchte ich an der Stelle eigentlich nicht. Da haben wir die Reihe hier vorne direkt auch schon mitentwickelt. Das kommt eigentlich ganz gut aus. Ich gucke nochmal, ob es sonst noch irgendwas Spannendes hier gibt, was wir jetzt hier noch errichten können. Ich glaube aber nicht, bei unserem Spiel am Golfplatz. Das ist ziemlich groß.
Bombastischer Springbund, solche Dinge brauchen wir alle nicht. Naja, da ist nichts dabei. Dann können wir hier vielleicht nochmal so eine Fahrradstrecke machen. Das finde ich auch nochmal ganz hübsch, quasi als Ausdauerstrecke. Müssen wir hier die Kurven richtig ziehen. Und dann platzieren wir noch ein paar Bäume. Und ich glaube, dann ist Colney auch schon fertig. Wir brauchen so was Blickdichtes, damit hier die Fans, die sich natürlich alle für das Training interessieren, nicht so stark da gucken können. Wunderbar, wir platzieren also ein paar kleinere Gebäude und sind dann aber auch schon soweit durch mit dem Teil. Wir können hier vorne mit unserem kleinen Fußweg noch entlang schlängeln. Und dann werden wir den Wanderweg hier auch noch einmal außen rum machen. Das ist für die Fans wahrscheinlich auch ein großes Highlight. Wenn man zumindest mal um das Gelände einmal rumlaufen kann. Vielleicht zeigen sich ja dann die Spieler auch mal an dieser Stelle. Wenn sie dann ein bisschen durch den Wald hier vorne geht. Gut. Dann haben wir den Teil auch schon mal erledigt. Und was wir jetzt noch anfangen werden, wobei da die Frage ist, reicht da die Zeit noch für die Folge? Wir können es zumindest schon mal vorbereiten. Ich setze jetzt mal hier nochmal ein paar Bäume und dann gucken wir gleich nochmal, dass wir zumindest die Planung für Schmachtendorf angehen. Das verschieben wir dann, glaube ich, schon auf die nächste Folge. Jawohl, das sieht doch schon ganz passabel aus. Wir werfen noch mal einen Blick hier auf Colney. Wir müssen natürlich hier die ganzen Autos auch noch verbieten. Das mache ich aber wie gewohnt off-cam. Das habe ich in unserem Forschungszentrum auch gemacht. Aber hier haben wir doch so ein paar Einheiten. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten. Wir können vielleicht jetzt die Gelegenheit noch nutzen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich werde hier das hier alles abreißen und dafür dann diese Hotels mal platzieren. Jetzt hier so ein Stadthotel, die sind schon ziemlich groß. Dann haben wir hier ein kleines Hotel. Und dann haben wir für die Auswärtsfans vielleicht nochmal so ein Budget-Hotel. Auch Bäume. Und dann können wir vielleicht hier vorne dieses Gelände um den Bahnhof herum vielleicht nochmal ein bisschen entwickeln. Machen wir das diese Folge nochmal. Wir reißen das hier ab. Werden, glaube ich, von hier vorne auch nochmal Fußgängerbrücken rüberziehen, dass wir von hier aus starten. Da haben wir hier den Übergang, da machen wir nochmal einen Zaun hin. Damit hier nichts passiert. Gleich machen wir hier auf der Seite. Fans sind ja unberechenbar.
Wir werden hier vielleicht auch noch mal eine Fußgängerbrücke rüberziehen. Da haben wir dann den Übergang. Ich glaube, wir müssen hier dann noch mal einmal das ein bisschen begradigen. Das ist besser. Ja, ich glaube, den Teil hier vorne, den lassen wir. Da werden wir jetzt einfach ein bisschen Vegetation anpflanzen. Und ich glaube, dann haben wir diese Folge auch schon wieder abgeschlossen. Haben wir hier quasi so eine Art Waldgebiet. Das ist sowieso kein Gelände, was man hier gut entwickeln kann. Da wird man jetzt unter normalen Umständen wahrscheinlich Photovoltaikanlagen platzieren, die dort was aber kein Bauland ist. Aber dann könnte man dieses Gelände halt noch ganz gut nutzen, auch hier entlang der Autobahn. Ist ja sonst eigentlich nicht viel zu holen. Und da nutzt man normalerweise solches Gebiet, was völlig unattraktiv ist. Und errichtet dann dort entsprechende Photovoltaikanlagen. Das ist eigentlich so der Usus und das wird auch noch im Jahr 2094 so sein. Und damit haben wir jetzt hier zumindest den Bahnhof so ein bisschen versteckt, auch so ein bisschen die Geräuschkulisse entfernt. Wir gucken nochmal, dass hier keine Bäume auf den Schienen sind. Und mit dem Blick auf unseren Wald, den wir jetzt hier geschaffen haben, den Fußgängerwegen. Diese Hotels hier, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge darum, dass wir dann hier diesen Stadtteil Schmachtendorf dann nochmal weiterentwickeln. Wir schauen nochmal, was wir hier haben mit Highbury, mit Coney als Trainingsgelände des FC Arsenal. Und mit dem Blick, mit dem Rundflug über unser Trainingsgelände und das Fusionskraftwerk verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.